Wirtschaftspreis zählt zu den renommiertesten Wirtschaftsauszeichnungen bei uns in Salzburg und ist genauso wie der Meisterbrief ein Gütesiegel. Ein Gütesiegel für die herausragenden handwerklichen Leistungen unserer Betriebe. Und auch in diesem Jahr, da war die Zahl der Einreichungen wieder extrem hoch und extrem hochwertig. Jetzt können Sie sich vorstellen, vor welcher Herausforderung die Jury auch heuer wieder gestanden ist. Doch die Sieger, die stehen fest. Und für die offizielle Präsentation darf ich jenen Mann zu mir bitten, der maßgeblich hinter diesem Preis steht und wirkt. Begrüßen Sie mit mir Spartengeschäftsführer Magister Wolfgang Higelsberger. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrte Frau Bundesspartenobfrau, geschätzte Jungmeisterinnen und Jungmeister, Innungsmeisterinnen und Innungsmeister, liebe Festgäste, wir haben schon mehrfach gehört, heute ganz aktuell steht ja wieder die Gewerbeordnung in Diskussion und mit ihr die Ausbildung und Qualifikation. Die Leistungen des Salzburger Handwerkspreises, die heuer eingereicht wurden, um am Wettbewerb teilzunehmen, haben uns eines ganz klar gezeigt. Nur Qualifikation schafft Qualität. Deshalb ist Ihnen, insbesondere unseren Jungmeisterinnen hier und Jungmeistern, ganz, ganz herzlich zu gratulieren. Sie haben die bestmögliche Basis für sich selbst geschaffen, um diese Qualität auch schaffen und bringen zu können. Zur Aneignung dieser Qualifikation ist halt auch eine gewisse Verpflichtung notwendig, ansonsten sie ganz einfach nicht passiert. Das Gewerbe und Handwerk hat sich beim diesjährigen Handwerkspreis wieder in seiner ganzen Breite gezeigt. Wir haben insgesamt 35 Einreichungen registrieren können, wie gesagt in einer Breite von Beleuchter, Beschaller, Kälteanlagentechniker, Elektrotechniker bis hin zum Steinmetz. Eine besondere Leistung eines Steinmetz werden wir im Folgejahr noch auch sehen und prämieren können. Viele Leistungen haben mit Innovation, mit Exklusivität und auch internationalen Erfolg geglänzt. Altem wurde neues Leben eingehaucht und Innovationen haben gänzlich Neues hervorgebracht. So war es für die Jury auch heuer wieder ganz, ganz schwierig und es bedurfte langer Diskussionen, um die Preisträger zu ermitteln. Man könnte sagen, der Jury sind beinahe die Preise ausgegangen. Letztlich ist sie doch zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen und dafür gilt der besondere Dank unseren Mitgliedern der Jury, die da sind, Spartenobmann Kommerzialrat Josef Mickel, Professor Dr. Werner Thuswaldner, Diplom-Ingenieur Peter Heider, Architekt-Diplom-Ingenieur Erio Hoffmann, Spartenobmann-Stellvertreter Ingenieur Josef Rettenwander und Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Adelheid Steger. Preise haben dann besonderen Wert, wenn man sie auch öffentlich gut präsentieren kann. Dazu erhalten die Ausgezeichneten unser Sujet-Preisträger zum Salzburger Handwerkspreis 2016 verliehen, das sie natürlich in ihren Filmen, Auftritten, Geschäftsauftritten entsprechend auch verwenden können. Die Projekte der platzierten Preisträger 1 bis 3 wurden verfilmt und gerade aktuell die Trailer im ORF auch ausgestrahlt. Die Filme haben natürlich ebenfalls für die Preisträger den Wert und den Nutzen, dass sie für sich selbst auf den Homepages und bei sonstigen Gelegenheiten sich für sie nutzen können. Wir werden später die Filme auch bei uns noch sehen. Zur nun folgenden Prämierung und Preisverleihung bitte ich als Gratulanten auf die Bühne Herrn Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, Frau Bundesspartenobfrau Kommerzialrat Ingenieur Scheichelbauer Schuster und unseren Spartenobmann Kommerzialrat Josef Mickel. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Aufgrund der Vielzahl hervorragend eingereichter Projekte hat die Jury neben den drei Erstgereihten auch wieder drei Anerkennungspreise vergeben. Und ein erster solcher wurde für die Entwicklung einer iPad-Tisch-Docking-Station und die dabei erbrachte Leistung aus der Elektronik erbracht und für die gesamte Haustechnik nutzbar von der Firma Eirung GmbH aus Oberndorf. Herzlichen Glückwunsch, Herr Markhofer. Kommen Sie bitte zu uns auf die Bühne.
Die Jurybegründung lautet wie folgt: Die Jury lobt die technische Entwicklung einer innovativen Idee, nämlich der iPad Dish Docking Station mit Steuerungsfunktion, die, was beeindruckt, die Anerkennung des Weltkonzerns Apple gefunden hat und lizenziert wurde. Auch der nächste Preisträger eines Anerkennungspreises hat eine nicht alltägliche, außergewöhnliche Leistung erbracht. Es handelt sich dabei um die Weinkarte für das Restaurant Icarus im Hangar 7 und die kunstvolle Arbeit eines Buchbinders. Die Verwendung bester Materialien nach höchsten Ansprüchen verarbeitet, garantiert eine angenehme Haptik und hohe Widerstandsfähigkeit. Wir gratulieren dazu ganz herzlich Buchbindermeister Christian Fuchs aus Saalfelden. Herzlichen Glückwunsch! Um diese Qualität auch schaffen und bringen zu können. Zur Aneignung dieser Qualifikation ist halt auch eine gewisse Verpflichtung notwendig, ansonsten sie ganz einfach nicht passiert. Das Gewerbe und Handwerk hat sich beim diesjährigen Handwerkspreis wieder in seiner ganzen Breite gezeigt. Wir haben insgesamt 35 Einreichungen registrieren können. Wie gesagt, in einer Breite von Beleuchter, Beschaller, Kälteanlagentechniker, Elektrotechniker bis hin zum Steinmetz. Eine besondere Leistung eines Steinmetz werden wir im Folgejahr noch auch sehen und prämieren können. Viele Leistungen haben mit Innovation, mit Exklusivität und auch internationalen Erfolg geglänzt. Altem wurde neues Leben eingehaucht. Und Innovationen haben gänzlich Neues hervorgebracht. So war es für die Jury auch heuer wieder ganz, ganz schwierig und es bedurfte langer Diskussionen, um die Preisträger zu ermitteln. Man könnte sagen, der Jury sind beinahe die Preise ausgegangen. Letztlich ist sie doch zu einem einstimmigen Ergebnis gekommen und dafür gilt der besondere Dank unseren Mitgliedern der Jury, die da sind: Spartenobmann, Kommerzialrat Josef Mickel, Professor Dr. Werner Thuswaldner, Diplom-Ingenieur Peter Heider, Architekt-Diplom-Ingenieur Erio Hoffmann, Spartenobmann-Stellvertreter Ingenieur Josef Rettenwander und Landesinnungsmeister-Stellvertreterin Adelheid Steger. Preise haben dann besonderen Wert, wenn man sie auch öffentlich gut präsentieren kann. Dazu erhalten die Ausgezeichneten unser Sujet-Preisträger zum Salzburger Handwerkspreis 2016 verliehen, das sie natürlich in ihren Filmen, Auftritten, Geschäftsauftritten entsprechend auch verwenden können. Die Projekte der platzierten Preisträger 1 bis 3 wurden verfilmt und gerade aktuell die Trailer im ORF auch ausgestrahlt. Die Filme haben natürlich ebenfalls für die Preisträger den Wert und den Nutzen, dass sie für sich selbst auf den Homepages und bei sonstigen Gelegenheiten sich für sie nutzen können. Wir werden später die Filme auch bei uns noch sehen. Zur nun folgenden Prämierung und Preisverleihung bitte ich als Gratulanten auf die Bühne Herrn Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, Frau Bundesspartenobfrau Kommerzialrat Ingenieur Scheichelbauer Schuster und unseren Spartenobmann Kommerzialrat Josef Mickel. Bitte kommen Sie zu mir auf die Bühne. Aufgrund der Vielzahl hervorragend eingereichter Projekte hat die Jury neben den drei Erstgereihten auch wieder drei Anerkennungspreise vergeben. Und ein erster solcher wurde für die Entwicklung einer iPad Dish Docking Station und die dabei erbrachte Leistung aus der Elektronik erbracht und für die gesamte Haustechnik nutzbar von der Firma Eirum GmbH aus Oberndorf. Herzlichen Glückwunsch, Herr Markhofer. Kommen Sie bitte zu uns auf die Bühne.
Die Jurybegründung lautet wie folgt: Die Jury lobt die technische Entwicklung einer innovativen Idee, nämlich der iPad Dish Docking Station mit Steuerungsfunktion, die, was beeindruckt, die Anerkennung des Weltkonzerns Apple gefunden hat und lizenziert wurde. Auch der nächste Preisträger eines Anerkennungspreises hat eine nicht alltägliche, außergewöhnliche Leistung erbracht. Es handelt sich dabei um die Weinkarte für das Restaurant Icarus im Hangar 7 und die kunstvolle Arbeit eines Buchbinders. Die Verwendung bester Materialien nach höchsten Ansprüchen verarbeitet, garantiert eine angenehme Haptik und hohe Widerstandsfähigkeit. Wir gratulieren dazu ganz herzlich Buchbindermeister Christian Fuchs aus Saalfelden. Herzlichen Glückwunsch! Zur Jurybegründung: Die Gestaltung einer Weinkarte in Buchform setzt hervorragende handwerkliche Kenntnisse der Buchbinderei voraus. Dies sieht die Jury in diesem Fall nicht nur erfüllt, sondern in überzeugender Weise verwirklicht. Natürlich darf heuer das Baumeisterhandwerk unter den Preisträgern nicht fehlen. Die Generalsanierung des denkmalgeschützten Schlosses Dandalier mit angeschlossener Neuerrichtung eines Schulheims ist der Grund dafür. Im Zuge der Generalsanierung des Schlosses wurden einsturzgefährdete Gewölbe in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt saniert und neu errichtet. Das neue Gewölbe mit viel Sichtbeton wurde unterirdisch an das Schloss angebunden. Wir gratulieren dazu ganz herzlich den Herrn Duswald und den Bauleiter, Baumeisteringenieur Patrick von Soppe. Bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne. Die Jurybegründung lautet: Die Umsetzung der architektonischen Vorgaben stellten für die Ausführung der Baumeisterarbeiten hohe technische und handwerkliche Anforderungen. Eine besondere Schwierigkeit stellten bei der Verwirklichung die freien Formen dar. Und nun kommen wir zu den platzierten Preisträgern. Heute erstmals, wie wir sagen, lauter Stadinger. Das ist erstmals in den letzten Jahren so gekommen, dass es wirklich lauter Betriebe aus der Stadt Salzburg sind. Der dritte Preis würdigt eine sehr beeindruckende Steinmetzarbeit. Im Vordergrund stand die Restaurierung eines historischen Fußbodens aus Marmor für die Pfarrkirche Maria Pfarr. Dazu kam die Gestaltung eines neuen Altars samt Ambo. Die Leistung umfasste Planung und Gestaltung der Materialien vom Steinbruch bis zum Verlegen. Wir gratulieren dazu ganz herzlich der Firma Erich Reichl GmbH aus Salzburg und ich bitte den Geschäftsführer Erich Reichl auf die Bühne, um den Preis in Empfang zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch! Zur Jurybegründung: Bei der Pfarrkirche Maria Pfarr ging es darum, Boden und Altarraum neu zu gestalten, mit besonderer Berücksichtigung des kunsthistorischen Ranges dieser spätgotischen Kirche.
Anerkennung verdient die Suche und Beschaffung des geeigneten Materials, die unter teils schwierigsten Bedingungen erfolgt ist. Es handelt sich dabei um Scheichberger Marmor aus Obertauern, ein Marmorbruch, der gar nicht mehr betrieben wird, aber trotzdem für die Firma Reichel Anlass war, um diesen heimischen Stein wieder zu beleben. Es handelt sich dabei um diesen Scheichberger Marmor aus Obertauern. Handwerklicher Erfindergeist war zur Bewältigung dieser Aufgabe zwingend erforderlich. Schauen wir uns gemeinsam Handwerkspreis 2016 Preis an. Projekt Pfarrkirche Maria Pfarr. Im Zuge der Renovierungsarbeiten sollte der Altarraum neu gestaltet werden und für den Volksaltar und den Ambo bat sich der Scheidberger Marmor aus dem Obertauern an. Der Bruch am Obertauern war allerdings stillgelegt und wir aktivierten für die neuen Flächen des Fußbodens den Steinbruch. Im Zuge der Abbauarbeiten haben wir dieses Stück Stein gefunden, ein Findling, den es nur galt, an drei Seiten zuzuschneiden und der Ambo dann selbst zurückhaltend in einer ganz schlichten Form ausgeführt. Bei der Restaurierung des Bodens galt es, das historische Mörtelbett und die alterswertigen Oberflächen zu erhalten und zu konservieren. Wir wendeten die alte Handwerkstechnik des Auszwickelns wieder an. Durch Schleifen und Sandstrahl in mehreren Arbeitsgängen wurde die ursprünglich gespaltene und über die Jahrhunderte abgetretene Oberfläche dem Bestand angepasst. Handwerkspreis 2016, präsentiert von der Wirtschaftskammer Salzburg. Der dritte Platz für Erich Reichel. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Sagen Sie, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den Steinbruch Obertauern wieder zu aktivieren? Das ist eine sehr lange Geschichte, möchte mich kurz halten. Wir haben sehr lange versucht, ein passendes Material zu finden, aber der Charakter von diesem Scheidberger Marmor war einfach nicht zu kopieren und so entstand die Idee, den Bruch wieder zu aktivieren. Wie schwierig war das? Eigentlich gar nicht. Wir haben nur unkonventionell gehandelt und nicht einen Steinbruch eröffnet, sondern mit relativ einfachen Mitteln einfach nur Findlinge abgetragen, die wir dann in Beton eingegossen haben und so einer heutzutage üblichen wirtschaftlichen Fertigung zuzuführen. Jetzt wurde die Pfarrkirche im August feierlich wieder eröffnet. Was war das für Sie denn für ein Gefühl? Ein ganz besonderes, so ein Stück Stein, das sich so in das Ensemble dort in der Kirche einfügt und einfach zu hören von jedem, der in die Kirche reingekommen ist bei der Eröffnung, zu spüren, wie stimmig das Ganze geworden ist und wie bleibend so ein Handwerk ist und ist ein besonderes Gefühl. Ihre Augen strahlen, also man merkt, dass es für Sie von Bedeutung ist. Herzlichen Glückwunsch! Mit dem zweiten Platz ausgezeichnet hat die Jury die außerordentlichen Leistungen eines Metalltechnikers an einem ungewöhnlichen Standort. Schlossarbeiten in der Getreidegasse für Zunftschilder in New York. Salzburger Tradition in einem internationalen Schauplatz ausgeführt von der Schlosserei Wieber GmbH. Herr Christian Wieber mit seiner Frau, herzliche Gratulation, kommen Sie bitte zu uns auf die Bühne. Die Jurybegründung lautet, der Schlosser Wieber greift eine alte europäische, insbesondere Salzburger Tradition auf, nämlich die Formung von Zunftschildern und überträgt sie auf Kundschaft in New York. Dabei findet er zu eindrucksvollen Lösungen, die sich nicht bloß in Nachahmungen erschöpfen, sondern viel gestalterische Eigenleistungen zeigen. Einen ausdrücklichen Hinweis verdienen die Wahl der Materialien sowie die Reduktion der künstlerischen Mittel auf drei farbliche Komponenten. Handwerkspreis 2016. Zunftschilder für Kunden in New York. Ja, das war ganz eine kuriose Geschichte. Ein amerikanischer Geschäftsmann ist zu uns in die Schlosserei gekommen und wollte, dass wir ihm 5 Stück Schilder bauen,
so ähnlich wie sie bei uns in der Getreidegasse hängen, eigentlich eher die größeren, und die haben wir dann auf die alte traditionelle Art hergestellt. Wir haben uns die Schilder 1:1 auf den Holzplatten aufgerissen und dann die Schnecken und die einzelnen Teile herausgeschmiedet und angefertigt und auf den Platten dann zusammengesetzt und zusammengebaut. Speziell für uns war das Heraustreiben der Adlerköpfe aus Kupferblech oder auch der Blumentöpfe, die da drauf waren, und die großen Schnecken aus starken Eisen herauszuschmieden. Ja, die Schilder wurden dann, nachdem wir sie gefertigt haben, platt vergoldet in 23 Karat Gold, und das Ganze hat dann um die 700 Kilo gehabt, alle 5 Schilder. Wurden dann nach Amerika geschickt. Das ist nämlich für uns eine einmalige Aufgabe gewesen, sowas zu fertigen. Das fertigst nicht jeden Tag. Handwerkspreis 2016, präsentiert von der Wirtschaftskammer Salzburg. Der zweite Platz also für die Wieber Schlosserei in der Getreidegasse Zunftschilder aus Salzburg, die jetzt in New York hängen. Sagen Sie, ist das wirklich so gewesen? Der amerikanische Geschäftsmann kommt zu Ihnen in die Getreidegasse und sagt, sowas will ich haben. Ja, es war unverhofft. Der ist plötzlich reinmarschiert und hat gesagt, er hätte gerne Schilder, und dann sind wir durch die Getreidegasse spaziert und er hat gesagt, ja, dieses gefällt ihm, und die haben wir dann halt für ihn adaptiert und nachgebaut. In der Größe und im Design, ähnlichen Design, wie sie bei uns in der Getreidegasse hängen. Und wie machen Sie sich in New York? Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch leider keine Fotos bekommen, wie sie drüben waren. Ich wäre gerne hinübergefahren, sie zu montieren, aber naja, leider nein. Aber der Transport, der war eine größere Herausforderung, gell? Der Transport war eine Riesenherausforderung, mit den ganzen Bestimmungen und Regelwerken, das von Europa nach New York zu transportieren und nach Amerika einzuführen, ist nicht so einfach. Hat sich denn seit diesem internationalen Auftrag etwas für Sie geändert? Eigentlich nein. Alles beim Alten. Alles beim Alten. Das gefällt mir. Schön bodenständig. Ihr Applaus, der zweite Platz für die Schlosserei Wieber, und wir kommen jetzt zum ersten Platz 2016. Es freut mich ganz besonders, Ihnen heuer eine Siegerin präsentieren zu dürfen zum Handwerkspreis 2016. Eine hervorragende Leistung für eine Frau mit einem einzigartigen Werdegang. Sie ist Juristin und Rechtsanwältin, unserem Herrn Landeshauptmann nehme ich an nicht ganz unbekannt, weil in seiner Kanzlei ehemals tätig, hat sie dann zum Beruf der Konditorin umgeschwenkt und übt diesen nun mit sichtlicher Begeisterung und vollem Engagement aus. Sie nennt ihr Unternehmen Cake Couture und fertigt köstliche Leckereien, insbesondere Torten und Cakes, in stimmigen Konzepten für besondere Anlässe. Wir gratulieren dazu ganz herzlich unserer diesjährigen Siegerin, Frau Magister Andrea Isabel Streitwieser. Bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne. Jurybegründung. Die Jury war von der Kreativität der Konditorin sehr beeindruckt. Sie stellt sich auf die verschiedensten Anlässe ein. Ihre Arbeiten sind jeweils ein künstlerischer Akt auf der Basis fundierter Handwerkskunst. Das Siegerprojekt überzeugt insbesondere durch aufwendigste Ausführungen in der Kombination von Tradition und zeitgemäßer Gestaltung. Und nun zum Siegerfilm. Handwerkspreis 2016. Projekt Taufe Sweet Table. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung individueller Sweet Tables, das heißt, es geht um den gesamten Tisch. Wir liefern nicht nur maßangefertigte Torten und designmäßig darauf abgestimmte Sweets, sondern eben Gesamtkonzepte. Bei diesem speziellen Table war die Besonderheit, dass wir eine sich drehende Karusselltorte hatten, designmäßig darauf abgestimmte kleine händisch ausgeschnittene Cookies, es wurde die passende Karussellmusik eben eingespielt. Und wir hatten auch natürlich passende Giveaways, Cake Pops und Cupcakes. Hierfür arbeiten wir auch eng mit anderen Dienstleistern wie Event- und Wedding-Planern eben zusammen. Am Anfang steht immer die Entwicklung eines Farb- und Stilkonzeptes. Der kreative Prozess mit der Andrea Streitwieser im Vorfeld funktioniert einfach immer wunderbar. Wir setzen uns zusammen, besprechen die Wünsche meiner Brautpaare und sie kreiert dann anhand dieser Vorstellungen den perfekten Sweet Table. Handwerkspreis 2016.
präsentiert von der Wirtschaftskammer Salzburg. Herzlichen Glückwunsch, herzliche Gratulation zum ersten Platz, Frau Streit. Also das sind ja wirklich kleine Kunstwerke, die Sie da vollbringen. Sagen Sie, wie viele Stunden arbeiten Sie da an so einem Sweet Table? Ja, man darf es, glaube ich, gar nicht zählen, weil das ist so ein laufender Prozess. Man ist eigentlich immer drinnen in den Sweet Tables, überall, wo man was sieht, das baut man dann ein. Und das ist jetzt auch kein Auftrag, der eben, also die kommen ja nicht eine Woche vorher, sondern das sind Monate vorher, teilweise Jahre vorher. Und dann sieht man das eben immer. Ich meine, die letzten zwei Wochen wird es immer stressig. Ja. Und vor allem solche Cookies, wie man es vorher gesehen hat, das sind halt meine Herzstücke. Also wenn man die dann sieht, die waren so klein und da arbeitet man wirklich, wirklich lange daran. Und woher holen Sie sich die Inspiration für Ihre Kunstwerke? Mode und überall, also die Natur und alles, was man eben sieht, man holt sich im Internet eben Inspirationen und dann ist das so ein fließender Prozess eigentlich und dann denkt man sich eben oft in der Früh, ah ja, genau, das könnt ihr noch machen. Und Sie gehen also mit offenen Augen durch die Welt. Jetzt haben Sie ja eine ungewöhnliche Geschichte, Sie waren Anwältin und dann quasi im zweiten Bildungsweg zur Meisterkonditorin. Wie ist denn das gekommen? Ich würde eher sagen, wirklich reingerutscht. Also wirklich, das ist so richtig Hobby zum Beruf gemacht und ja, es funktioniert. Also und es funktioniert wunderbar, wie man sieht. Danke. Der Landeshauptmann hat gerade vorhin gesagt, jetzt machen wir es endlich was Vernünftiges. Ja, ich glaube, mein Papa hat mittlerweile auch eine Freude damit. Wir gratulieren Ihnen herzlich, Frau Streitwieser, zum ersten Platz. Herzliche Gratulation. Herr Spaten-Obmann-Mikl, Sie möchten noch ein paar Worte sagen zu unserer Preisträgerin, zu Frau Streitwieser. Ja, wenn Sie gestatten, ein paar Worte. Wir haben ja heute schon gehört, Qualität, Qualifikation, Qualität ist ganz entscheidend. Und wir sind jetzt auch dabei, durch die Möglichkeit des europäischen EQR-Qualifizierungsrichtlinie auch euch Meisterinnen und Meister in Zukunft in die gleichrangige Stufe wie einen Bachelor zu stellen, in die Stufe 6 und 7. Und wir sind auch dran, aufgrund der guten Ausbildung, die wir machen in der Lehre, in der Meisterausbildung, dass wir den Zugang zu den Hochschulen, zur universitären Ausbildung wesentlich vereinfachen und erleichtern. Wir wollen, dass dieses System durchlässiger wird. Es ist wichtig für uns, dass wir diesen jungen Leuten auch sagen, ihr macht eine sehr gute berufliche Ausbildung, das ist keine Einbahnstraße, wenn ihr dann euer Talent entdeckt und später da universitäre Ausbildung, Allgemeinbildung machen will, dann ist der Weg offen. Das ist wichtig für die jungen Leute und für uns Eltern bei der Entscheidung, bei der Berufswahl. Und hier finde ich ganz bemerkenswert, ist der Weg umgekehrt, was wir wollen. Hat die Allgemeinbildung gemacht, Anwältin, und hat dann die Liebe zum Handwerk entdeckt und hat Handwerksmeisterin gemacht, Konditormeisterin, und heuer den Handwerkspreis gewonnen. Das ist unser Wunsch und Vision, dass wir das durchlässig machen, sowohl nach oben, nach unten, dass die Talente so gefördert werden, wie sie sind, und das ist ein Beweis in beiden Richtungen. Danke. Vielen Dank, Herr Kommerzialrat Michl. Jetzt brauchen wir Sie noch für ein Gruppenfoto mit unseren Preisträgern. Und Sie, meine Damen und Herren, darf ich um einen ganz, ganz großen Applaus bitten. Das sind die Preisträger des Salzburger Handwerkspreises 2016. Vielen Dank, würdige Gewinner, haben Sie noch einen schönen Tag heute und viel Freude mit Ihrer Auszeichnung.